Hallo Freunde, grüß Gott und herzlich willkommen hier zu Lioncast Produkten. Die neuen Lioncast Produkte. Ich habe da vier zugesendet bekommen und möchte euch heute ähm, einladen dazu. Nicht, dass ihr bei mir erfahrt, was die Produkte genau können, weil ich finde, ähm, es bringt mir jetzt nichts und eigentlich jetzt nichts, wenn ich jetzt irgendwelche ähm, technischen Details dazu verrate. Erstens stehen die auf der Homepage die Im Hintergrund zu sehen ist und auch unten verlinkt werden wird. Und zweitens finde ich es oft viel wichtiger, ähm, Feedback zu bekommen, wenn man die Produkte benutzt. Ich spüre jetzt seit 12, 13, 14 Jahren am Computer spiele, hauptsächlich über das Atom Und man kann durchaus behaupten, ich habe in dieser Zeit, während die Computerspiele spiele, sehr viele Tastaturen und Mäuse verbraten. Da war jede Menge dabei, unglaublich eigentlich und wahnsinnig viel Geld, was da ähm, eigentlich draufgegangen ist für Tastaturen und Mäuse in der vergangenen Zeit. Seit ich die Firma Lioncast kenne, nutze ich deren Maus immer. Also ich habe beim ersten Kennenlernen quasi ähm, eine Maus auch bekommen und eine Tastatur. Und habe die Maus seitdem rund um die Uhr im Einsatz. Das ist jetzt, glaube ich, zwei, drei Jahre her. Also schaut ziemlich lang. Heute halt nur immer. Nichtsdestotrotz ist jetzt wieder mal Zeit für ein Update gewesen. Und deswegen habe ich Lioncast angeschrieben, die mir da versorgt haben mit insgesamt vier Produkten aus ihrer ähm, Produktpalette. Äh, und dementsprechend möchte ich euch heute zeigen, erstens, was habe ich gekriegt und werde auch die Tage natürlich, logischerweise die Produkte selber testen und ich möchte euch jetzt, wie gesagt, nicht irgendwelche technischen Geschichten erzählen, ich selber hab mh, bei mir war die Technik vielleicht insgesamt weniger wichtig, als wie fühlt es sich an beim Spielen. Ähm, zum Beispiel wenn man es im Hintergrund sieht, die LK300 RGB Tastatur finde ich zum Beispiel schon ganz nice, weil ich in der Vergangenheit immer eigentlich immer Ganz dooferweise Makro-Tasten gehabt habe und ich jemand bin, der noch nie in seinem Leben auf einer Tastatur Makro-Tasten benutzt hat, und da finde ich schon ganz gut, dass Lioncast die Makro-Tasten eigentlich, also es ist sehr erfrischend, <laughs> dass man hier ähm, zwar extrem geil beleuchtete Tastatur hat, aber ähm, auf Komplett unnötige Tasten verzichtet, eigentlich, weil ich muss ehrlich gestehen, ich habe auch hier auf dieser Tastatur, die ich noch hier liegen habe, ähm, Makrotasten drauf und ich bin mir 100% sicher, oder ich, ja, weiß ich ja, ich, ich meine, ich nutze die Tastatur ja, dass ich noch nie eine Makrotaste benutzt habe. Also ganz strange eigentlich, für was man da eigentlich vielleicht da mehr Geld ausgibt, obwohl das gar nicht nötig ist, weil es Top-Qualität ähm, auch. Erstens regional bei uns gibt, also in Deutschland gemacht wird, beziehungsweise muss das nicht immer für Kosten. Und das ist eigentlich der spannende Punkt. Viele glauben immer, weil der Name XY auf dem Produkt steht, ist es umso besser. Ich kann nicht garantieren, dass das nicht so ist. Es gibt natürlich ähm, immer wieder gute Produkte. Ich kann ich aber gar, auch garantieren, weil ich es ja selber schon getestet habe und schon Ewigkeiten im Einsatz habe. Es gibt sehr viele Unterschiede bei Mäusen und Tastaturen und ich bin da sehr gespannt drauf. Vor allen Dingen auf die neue Maus. Also, ich habe ich sie ja hier, die LM20. Die habe ich ja hier. Ähm, die werde ich jetzt natürlich die nächsten mh, Tagen, Wochen, Monate, Jahre, hoffentlich natürlich auch Jahre, ähm, nutzen. Ich freue mich auf die extrem. Es gibt nur ein Produkt, auf das ich mich wirklich tatsächlich mehr freue. Das ist, das ist wirklich so. Nämlich die LK300, also die ähm, auf die freue ich mich extrem. Ich weiß nicht warum. Nicht nur, weil sie schön leuchtet, was vielleicht gar nicht so wichtig ist. Ob sie schön leuchtet. Mir persönlich, das muss ich auch dazu sagen, ist immer wichtig, doch schon, dass sie leuchtet. Ich spüre zwar immer mit recht viel Licht und vor allen Dingen wegen der Kamera, also sehe ich quasi immer gut auf die Tastatur. Ähm, Finde es aber trotzdem wichtig, dass sie leuchtet, weil man trotzdem. Trotzdem, ich vielleicht hier viel Licht habe, aber ich finde es einfach äh, visuell angenehmer, wenn ich die Taste nur für besser sehe. Und ich habe in der Vergangenheit auch Tastaturen gehabt, die nicht geleuchtet haben. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch, das möchte ich auch dazu sagen, kurz wie Julian Lioncast kennengelernt habe, habe ich auch eine Tastatur gekriegt. Und. Ähm, die hat nicht geleuchtet und deswegen habe ich die dort zumals verlost. Es ist nicht böse gemeint gewesen, gegenüber Lioncast überhaupt nicht und auch nicht gegen ihre Produkte. Aber ich persönlich äh, bin einfach ein riesiger Fan der wenn es leuchtet. Deswegen auch die äh, LK300-Tastatur, was ich sehr äh, gespannt bin, weil ich einfach immer ein bisschen skeptisch bin. Das ist eine möglicherweise äh, halbwegs gesunde Berufsskepsis, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Ähm, ich habe auch dort zumeist, wie ich Lioncast kennengelernt habe, ähm, ein Headset bekommen. Und ich glaube nur zu wissen, wer das gekriegt hat. Und habe auch einmal nachgefragt bzw. Feedback gekriegt. Also derjenige, der das gekriegt hat, war extrem zufrieden. Ich habe hier auch bekommen ähm, das neue Headset von Lioncast. Und das werde ich ehrlich selber testen. Aus dem einfachen Grund. Erstens gefällt es mir optisch extrem gut. Ähm, zweitens möchte ich sowas selber testen, weil ich ähm, mein Headset jetzt schon extrem lang habe und nicht weiß, wie lange das noch hält. Aber testen möchte ich es selber. Ähm, ob ich die Produkte oder ein Teil der Produkte noch im Verlos, zum Beispiel Headset, es ist immer so, finde ich, eigentlich von den Produkten, die ich, die ich hier habe, immer so, ein Produkt würde ich gerne äh, verlosen. Ähm, möchte man noch frei halten. Das möchte ich jetzt nicht sagen, okay, hat das und das und das raus, weil bei mir im Kanal so es nicht um Giveaways und Gewinnspiele gehen, sondern um äh, Meinungen und, und äh, vielleicht äh, wichtiger sein als wie, äh, ja, wie gesagt, ehrliches Feedback und Meinungen zum Beispiel. Auch dabei ist, mh, Gaming Mousepad, was neu ist, ist, also das ist jetzt nicht jetzt so neu, aber generell, in der Vergangenheit waren ähm, ich habe es irgendwo rumliegen. Mauspads einfach kleiner, logisch, okay. Mittlerweile sind Mauspads einfach, auch weil es extrem wichtig ist, aber mittlerweile sind Mauspads einfach größer, viel größer geworden. Und dieses Mauspad hat ähm, eine Abmessung von 48 x 40 cm und ist natürlich schau mal richtig nice, wenn man nicht ständig die Maus wieder aufs Mauspad schieben muss. Weil das ist doof, das wissen wir alle. Und ich glaube, also wer, früh, wer bis älter ist, der weiß das nur ähm, Früher hat es Mäuse gegeben, ganz irre, mit Kugeln drinnen. Also ist ja wurscht. Ich möchte jetzt keine alten ähm, Geschichten erzählen, aber dementsprechend ganz, ganz lustig. Also man kann es ja, wer Interesse hat, hier ein bisschen durchklicken. Ähm, hier sieht man eigentlich, ich muss gestehen, äh, weil ich es gerade sehe, erstens, verdammt geiler Preis, muss man einfach so sagen. Aber was äh, extrem spannend ist und extrem cool ist, eigentlich, muss ich wirklich so sagen, ähm, die Maus, die ich habe, dürfte die Vorgängerversion von der LM30, es ist die LM30 tatsächlich, nur ähm, ist jetzt das neue Design von Lioncast hat sich verändert und dementsprechend ähm, diese, diese Tasten, die man da hier gut sieht, ich was, da steht da dabei, ja, MMOs und so weiter, 12 Seitentasten, also ich muss gestehen und das ist, Teil meiner ehrlichen Meinung, diese Seitentastengeschichte, so innovativ sie sein mag, für mich ist die total unwichtig, weil ich noch nie, außer vielleicht die Ansatz-Taste, ich bin gerade wieder dabei zu suchen, außer die ansertaste die zwarer und vielleicht maximal die Dreier-Taste, habe ich noch nie mit Seitentasten gearbeitet. Sei die Computerspiele, Spiele, ich, spiele ich und ich war früher eigentlich nur bei Seitentasten. Ich habe die WoW-Maus gehabt und ich habe. Viele verschiedene Mäuse gehabt mit Seitentasten. Deswegen ist mir die ehrlich sympathischer. Was aber Fakt ist, ist bei der LM30, das ist Fakt und das ist, wie gesagt, die Maus, die ich nutze seit Jahren, ähm, die liegt verdammt geil in der Hand. Also V von Gau, an, ich habe riesige Hände, das ist unglaublich, wie groß meine Hände sind und die liegt verdammt gut in der Hand. Deswegen hoffe ich einfach drauf und bin mir fast ziemlich sicher, dass die LM20 genauso gut in der Hand liegt und durch den Wegfall der Seitentasten ich da keine Nachteile leide. Da bin ich mir sehr sicher und auf die freie Extrem. Erstens schaut sie verdammt geil aus. Und ich persönlich mittlerweile stehe auf einen einheitlichen Look, da, der sie da durchzieht quasi. Und dementsprechend finde ich das extremst cool. Was wir hier haben, ist folgendes: Das sind die verschiedenen Tastaturen. Genau, und wir haben ähm, also, wenn ich überlege, was ich für eine komplett neue Top Lion Cast Tastatur zahle, und wenn ich mir jetzt überlege, was ich für diese, hoppala, ich wollte nur zur Zusammenfassung springen, wenn ich überlege, was ich für diese ähm, aktuell zahle, für diese Tastatur, für die Top Lion Tastatur aktuell, die verfügbar ist, dann muss ich ehrlich gestehen, dass ich eigentlich ziemlich dumm bin, weil ich habe für die Tastatur, die hier liegt und wo man nach anderthalb Jahren extrem viele Tasten brechen bzw. die Beschichtung der Tasten sich auflöst, dann bin ich sehr dumm, weil ich habe für diese Tastatur 111 Euro zahlt oder 118 glaube ich sogar und hier kostet die Tastatur aktuell um die 100 Euro. Ähm, das ist sehr wenig intelligent, muss ich ehrlich sagen. Also folgerechtlich sieht man schon, mal Sport nicht nur Geld, sondern man kriegt eigentlich auch eine sehr viel bessere Qualität. Weil eins ist schon so, ähm, die Qualität ist schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Für das, was man zahlt, vor allen Dingen am ähm, Maus, jetzt um 33 oder 34 Euro, ist ja wurscht, sind sie nicht einmal. Das ist schon sehr, 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 sehr cool. Ähm, man kommt da da zu, mit ein paar beiden, ähm, zu so db werten äh, die jenseits von Gut und Böse sind, muss man ehrlicherweise gestehen. Und das ist schon ziemlich, ziemlich äh, wahnsinnig, eigentlich. Ist wirklich krass. Also, ähm, weil für diese Kohle, ähm, möchte betonen, hier sind Aktionspreise, deswegen sind die Preise da unten ein bisschen anders. Das ist schon sehr, sehr cool. Spannend natürlich auch für jeden Spieler. Ganz, ganz logisch: Headsets. Headsets sind wichtig, wissen wir alle. Headsets sind das. Äh, Eines der wichtigsten Ausstattungen für alle Spieler. ImSpeak verbessert einiges. Discord ähm, ist eine coole Option, gratis Option. Und für 46 Euro, das ist nicht der Headset. Wir werden es testen und ich werde es vielleicht einmal einen Stream nutzen oder so ähnlich. Natürlich ist es kein Großmembran-Mikro. Wir werden es trotzdem testen, weil ich wissen möchte, wie hört sich das Ganze an. Trotzdem, selbst für Einsteiger-Headsets 25 Euro, das ist nichts. Also, das ist das sind wirklich wahnsinnig heftige Preise. Also, da ich glaube, da kann man nichts falsch machen. Also, man gibt hier auch nur die verschiedenen Mauspads. Eben, also, ich habe das eSport, die Black Edition, habe hier ähm, 25 Euro. Es ist ja, also, das ist richtig, richtig, richtig cool. Vor allen Dingen. Was mich wirklich freut, und das ist das, was mich am meisten freut, freut vor allen Dingen, mit Abstand natürlich, ähm, seit ich Lioncast kenne, schreibe ich da mit einer Person. Und jetzt, quasi zwei, drei Jahre später, schreibe ich nur immer mit der gleichen Person. Das finde ich persönlich cool, weil ich es gern habe, wenn in Firmen lang die gleichen Leute arbeiten. Das zeugt von einem sehr coolen ähm, Unternehmen, weil ich auch Firmen kenne, die wo du alle paar Monate mit neuen Leuten schreibst. Und deswegen finde ich das eigentlich ziemlich cool, ähm, weil man sieht, dass erstens Lioncast ein beständiges Unternehmen ist und beständige Produkte baut, die man ehrlich empfehlen kann. Ihr braucht es nicht. Ich, ich werde, der Link ist sowieso schon immer unten gewesen. Lioncast unten verlinken. Ihr braucht es nicht zwingend über mein Affiliate-Programm kaufen. Das ist überhaupt nicht nötig. Weil ähm, das Wichtigere ist, dass ihr Produkte habt, die sie für euch rentieren. Das heißt, die billig und sind, trotzdem hochwertig verarbeitet und dementsprechend ihr lang Spaß habt und nicht da hunderte von Euros investieren müsst. Ihr wisst es, es gibt Tastaturen, Mäuse und Headsets, die wesentlich mehr kosten, aber nicht wesentlich mehr können. Und hier zahlt man nicht für nichts, zu so viel, also das, was man hier heute, sind wirklich faire Preise für super Produkte und wer möchte, kann sich da noch einiges durchlesen, über die Firma und so weiter, also das ist alles schon ziemlich nice und ich wäre wär, wär gerne mal dort, aber ich weiß gar nicht, wo die Kollegen ähm, sitzen, außer wir könnten jetzt sogar noch schon im Impressum, ich bin einfach mal so frei, in Berlin, deswegen habe ich das, na schau, habe ich sogar für Berlin gekriegt, das Paket, also das, das da schließt sich der Kreis wieder. Unabhängig dessen wünsche ich euch viel Spaß ähm, bei nachfolgenden Videos gemacht mit den Tastaturen und beziehungsweise Eingabegeräten von der Firma Lioncast. noch wie vor und das jetzt schon wirklich seit Ewigkeiten eigentlich, was mich total freut. Ich freue mich auf den Tag, wenn Lioncast beginnt. Ähm, das ist ein Vorschlag, den ich mal bringen muss. Keine okay, Sorge, jetzt nicht. doch, ich sage es, damit der Anspanner ein bisschen größer ist. Lenkräder zu machen. Ich würde ziemlich geil finden, wenn Lioncast Lenkräder macht, weil ich was. Lioncast wird fair bezahlbare Lenkräder machen mit einer super Qualität. Also, wenn ihr Lenkräder möchtet von der Firma Lioncast, dann schreibt es die Firma Lioncast da und schreibt es rein. Hashtag Lenkrad oder so ähnlich. Würde ich cool finden. Ich werde die Idee mal weiterleiten. Vielleicht stößt sie ja auf Wohlbefinden. Und äh, würde das ziemlich cool finden. Oder was auch cool wäre, wären ähm, Wireless-Produkte. Weil ich auch finde, ich habe mir selber überlegt hab, und das ist kein Spaß. Wireless-Produkte wären ziemlich interessant, weil ihr kennt es von mir. Ich habe sehr viel Wert drauf gelegt, Kabelmanagement-technisch alles richtig zu machen. Und ich kann nicht garantieren, das funktioniert nicht unbedingt gut. Bei mir zumindest nicht. Ich habe so viele Kabeln und es ist irrsinnig grauslich, eigentlich so viele Kabeln zu haben. Deswegen würden alles ähm, produkte total für Sinn machen für mich, für meine Optik und für... mehr gerade, das ist wirklich, okay, gut, ich muss das, das stört mich tierisch. Ich bin, also wenn, ich würde alles Wireless, also ich, ehrlich. Deswegen wird es dann hoffentlich in zwei Jahren dann die Wireless-Produktschiene bei Lioncast definitiv dann überhand gewinnen. Nichtsdestotrotz die Optik ist extrem cool von der Lioncast, dass er durch da ist. Ist das gebürstetes Aluminium oder so? Schaut irrsinnig, irrsinnig hochwertig aus. Zumindest hier schon mal. Bin ich gespannt. Ich möchte mich bedanken. Es hat mich sehr gefreut, dass Lioncast noch wie vor am Start ist. Und es hat mich sehr gefreut, dass ich die Produkte hier liegen habe. Und ich möchte mich auch bedanken bei den Zuschauern, die mittlerweile schon Lioncast-Produkte gekauft haben und auch. Überlegen, in Zukunft vielleicht Lioncast Produkte zu kaufen. Wie gesagt, es ist nicht wichtig, dass ihr über meinen Link kauft. Ähm, Lioncast findet man auf Google. Ziemlich einfach, kauft einfach Lioncast Produkte, wenn es Produkte kauft. Und wenn es Fragen habt, speziell zu den Produkten, dann schreibt es mir die unter allen kommenden Videos. Die werden noch mit Lioncast Produkten ähm, gemacht sein. Da kann ich schon mehr dazu sagen. Jetzt ist es ein bisschen doof, weil kann ich vorlesen. Die Spezifikationen, das ist kein Problem. Französisch ähm, wird sogar Französisch, obwohl ich das nicht kann. Aber wenn ich jetzt erkläre, dass hier drauf bis zu 1000 Hertz Polling Rate und Reaktion, also ganz ehrlich, bringt nichts, wenn der Onkel nichts trifft, dann bringt er das auch nichts. Aber es ist wichtig, dass sie gut in der Hand liegt und äh, wenn man klickt, dass geschossen wird. Aber da gibt es, also ich bin mir sicher, jeder kann schon irgendeine Geschichte erzählen zu einer Maus, zu einer Tastatur oder zu einem Headset oder wie immer. Ähm, Gibt es sicherlich lustige Geschichten, was nicht funktionieren kann. Deswegen ähm, macht es euch selber, dort sich selber dann Gefallen und kauft euch Leih- und Freunde. Danke vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder im Stream oder in einem Video und dann bis später. Tschüss.